Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, ich war mal wieder auf Wish unterwegs und habe mir gedacht, ich bestelle mal so ein paar Wundermittel auf Wish und gucke mal, ob die wirklich was taugen. Was ich da genau bestellt habe, das seht ihr jetzt erstmal hier eingeblendet. So, also unser erstes Wundermittel ist das hier, ein Reinigungspulver. Die Bilder sehen sehr vielversprechend aus. Vorher-Nachher-Aufnahmen, okay. Das sind so kleine Beutelchen, die halt versprechen, das Wasser klar zu machen. Das Ganze nennt sich magisches Reinigungspulver, schnelle Wasserreinigung, Aquariumreiniger, Aquariumzubehör. Ja, und die Beschreibung lautet wie folgt: geeignet für Frischwassertank, Meerwassertank, Wasserpflanzentank. Es kann das Wasser reinigen, sterilisieren, den Gestank entfernen und das Moos entfernen. Okay, ob wir Moos entfernen wollen, weiß ich nicht. Keine Schädigung für Wassertiere oder Wasserpflanzen. Legen Sie es in Ihr Aquarium oder wenn es sich um eine Wasserpflanze handelt, sollten Sie den Staub auf Filterwolle legen. Ah ja. Ja, das Ganze hat 1,94 Euro plus Versand gekostet. Ja, das nächste Produkt ist im Prinzip, glaube ich, nochmal genau dasselbe, nur mit dem Unterschied, dass das wohl auch Algen, beziehungsweise alle möglichen Algen- und Moossorten entfernen soll, so wie da auf den Fotos angegeben, also am Teich anwendbar sein und am Aquarium. Ja, das Ganze nennt sich Eco Aquarium Purifying Power Fish Tank Water Cleaner Moss Remover Algen Repliment, also Algen und Moos entfernen. Machen Sie Ihre Fische gesünder, haben Sie ein lebendigeres und sauberes Ökosystem, entfernt Geruch, beseitigt Mikroben, Algen und Moos, was zu einem sauberen und sogar trinkbaren Wasser führt. Ah ja, okay, also kann man dann so ein Aquariumwasser trinken. Das Ganze hat stolze 3,37 Euro plus Versand gekostet. Das nächste Produkt, da hatte ich die meisten Erwartungen von. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, da gab es ständig mal Werbung auf Instagram und Facebook, überall auf Social Media. Das ist ein Aktivkohle-Block, gibt es in verschiedenen Größen, der angeblich nur durchs Reinlegen ins Aquarium ja sogar Viren und alles mögliche Farbstoffe und so weiter und so fort aus dem Aquarium rausziehen soll. Die Vorher-Nachher-Aufnahmen sind auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend, wie man hier sieht. Also ich bin echt mal gespannt, ob das Ganze funktioniert oder auch nicht. Also laut Beschreibung sollen da Pigmente, Viren, Nitrat, Nitrit, also eigentlich alles rausgezogen werden. Wie gesagt, einfach nur durch das reinstellen ins Wasser. Was dieser Vergleich hier soll, weiß ich zwar auch nicht. Also angeblich soll es auch Autoabgase, Luft und wahrscheinlich Schmutzwasser filtern. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ja, abwaschbar soll das Ganze auch sein. Was mich bei der Beschreibung sehr schockiert hat, ist, wie benutzt man es? Waschen Sie den Würfel vor der Verwendung mit warmem Wasser und Seife. Ich glaube, das ist eher kontraproduktiv. Würde ich nicht machen. 5,74 Euro hat das Ganze gekostet, plus Versand. Das nächste, was ich bestellt habe, sind CO2-Tabletten. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ey cool, brauchst du keine CO2-Anlage mehr, es ist auch kein Flüssig-CO2, was ja eigentlich gar kein CO2 ist, sondern schädlich ist. Die Bilder, ja, sehen sehr vielversprechend aus, einfach ein paar Aquascapes fotografiert. Und ja, Tabletten, die CO2 bringen, wie gesagt, so abwegig ist es gar nicht. Da sieht man es auch, die soll angeblich wie so eine Brausetablette wohl CO2 ausströmen. Also laut Beschreibung enthält dieses Produkt Kohlendioxid, was das Wachstum von Wassergras von Vorteil sein kann. Es ist ungiftig und harmlos und gibt keine schwebenden Gegenstände. Sie können es an verschiedenen Stellen am Boden des Aquariums platzieren oder mit Filter verwenden. 1,93 Euro hat das Ganze gekostet, plus Versand. Ja, und das letzte Produkt ist dieses Algenmittel. Das soll angeblich auch ein Wundermittel sein, wie man hier auf den Fotos sieht. Das sind so kleine Tabletten. Und wie gesagt, die Vorher-Nachher-Aufnahmen sprechen auch natürlich Bände. Aber was mich natürlich am allermeisten daran zum Kauf erzwungen hat, ist die Produktbeschreibung. Da wird nämlich geschrieben, dass das Reinigen ihres Teichs noch nie so einfach war, da dies eine kostengünstige, nachhaltige und sicherste natürliche Methode ist. Und vor allem zersetzt tote Algen und verdaut Blätter, Grasabfälle und Felsen, wodurch das Wasser in ihrem Teich kristallklar wird. Jo, 1,92 Euro hat der ganze Spaß gekostet. So, also das sind die besagten Wundermittel. Und ich würde sagen, wir testen jetzt mal nach und nach und fangen mit dem Aktivkohleblock an. So, ich war ja 10 Tage lang im Urlaub und ja, die Aquarien sind noch in der Einlaufphase gewesen, beziehungsweise die Wurzel hat noch ein bisschen nachgefärbt. Also perfekte Bedingungen, um unseren Wunderblock zu testen. Ich habe das Ding dann reingestellt und bin erstmal erschrocken, weil da ziemlich viele Luftblasen rauskamen. Aber das Ganze war nur von kurzer Dauer. Das war einfach nur die Aktivkohle, die sich ja vollgesaugt hat mit Wasser.
Ich habe es so vorher leicht abgespült, aber nicht mit Seife, wie in der Produktbeschreibung beschrieben. Und ja, dann habe ich das Ding da drinnen einfach mal 24 Stunden stehen gelassen und habe euch dann natürlich nochmal einen Zeitraffer gemacht. Ja, ihr könnt mir jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch ein positiver Effekt oder beziehungsweise ein klärender Effekt des Ganzen auffällt. Also ob das Ganze heller geworden ist oder nicht. Ich sage euch ganz ehrlich, mir persönlich ist nicht wirklich was aufgefallen. Ein ganz, ganz kleines bisschen vielleicht, aber nicht wirklich viel. Was sagt ihr? Also das Fazit ist von dem Aktivbullylock, bei mir, wenn man es einfach nur ins Aquarium reinstellt, bringt es nichts oder jedenfalls nicht wirklich viel was. Also ich habe jetzt nicht wirklich einen Unterschied gesehen. Falls ihr einen Unterschied gesehen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ich denke, dass dieser Aktivkohleblock wirken könnte, wenn man ihn in den Außenfilter packt, weil Aktivkohle zieht ja bekanntermaßen auch Stoffe aus dem Wasser raus. Aber wenn man den einfach nur so reinstellt, allein durchs drinne stehen und ja, nicht durchströmen, passiert da nichts, wie man jetzt auch schon gesehen hat. Aktivkohle hat auch den Nachteil, dass die Stoffe zwar gebunden werden, aber nach einiger Zeit auch wieder ausgeschwemmt werden. Deswegen, auch wenn ihr bei Aktivkohle im Außenfilter benutzt, auch als Granulat oder sonst irgendwas, regelmäßig wechseln, weil sonst habt ihr das, was ihr rausgezogen habt, irgendwann wieder im Aquarium drinne. Also wie gesagt, dieser Aktivkohlewürfel, vielleicht bringt er was im Außenfilter. Wenn ihr wollt, dass ich da nochmal einen Test mache, kann ich gerne machen. Wird wahrscheinlich auch was bringen, wenn es die ganze Zeit durchströmt wird, aber einfach ins Aquarium reinstellen und danach in ein paar Stunden ist das Wasser klar. Funktioniert leider nicht. Also leider Fail. Dann kommen wir zum nächsten Produkt, diesen CO2-Tabletten. Wäre eigentlich eine ganz coole Sache, wenn es wirklich funktioniert, dass man Tabletten ins Wasser reinschmeißt und ja, das eine CO2-Anlage ersetzt. Ja, ich habe den Test gemacht, nicht im Aquarium, sondern in einem, ja, in einem Glas mit einem CO2-Dauertest. Ja, das Ergebnis seht ihr jetzt hier. Ja, bei dem Test habe ich mir eine Vase genommen, habe da einen Liter Wasser reingemacht, weil Leitungswasser. Habe das Leitungswasser vorher auch nochmal auf Carbonathärte, wie man hier sieht, getestet. Da hatten wir einen Wert von 2 bis 3. Wir haben hier sehr, sehr weiches Wasser. Die Gesamthärte habe ich auch nochmal getestet. Da hatten wir einen Wert von ja, auch 2 bis 3 ungefähr. Und den pH-Wert habe ich auch getestet. Da hatten wir dann insgesamt einen Wert von normalen 7,5. Ja, dann habe ich die CO2-Tablette genommen. So sieht das Ganze aus. Und habe die in das Wasser reingeworfen. Ich dachte eigentlich, die fängt direkt an, sich aufzulösen und zu sprudeln wie so eine Brausetablette. Aber ja, es hat sich gar nichts getan. Hab mich sehr gewundert, aber ich dachte mir, okay, vielleicht kommt sie noch. Hab dann noch einen CO2-Dauertest an das Glas gehängt. Weil wenn da CO2 freigesetzt wird, zeigt der Dauertest es auf jeden Fall an. Vor allem bei der kleinen Vase da. Ja, das Ganze habe ich dann auch über 24 Stunden stehen lassen. Und dann irgendwann abends am nächsten Tag, also es war morgens, wo ich das aufgenommen habe, habe ich mir das Ganze mal angeguckt, habe mit der Spritze für den Wassertest mal so ein bisschen das Wasser bewegt und könnt ihr euch noch erinnern, keine Schwebstoffe im Wasser von dieser Tablette. Ja, okay, das sind Schwebstoffe. Aber wie man sieht, der Dauertest hat sich nicht verändert. Die Tablette hat sich nur leicht aufgelöst, also ist eher so ein bisschen zerfleddert. Aber CO2 wurde da nicht wirklich freigesetzt, wie man da sieht. Ich habe natürlich auch nochmal das Wasser getestet und jetzt schaut euch das mal an. Die Carbonathärte war vorher bei 2. Und jetzt zählt mal mit und schreibt mal in die Kommentare, also ein Tropfen sind 1 Grad Wasserhärte, wie viel Carbonathärte wir jetzt da im Wasser haben. Das ist geisteskrank. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es das so krass beeinflusst wird. Von den Wasserwerten her. Okay, die Tablette ist eigentlich für 20 Liter, das war jetzt 1 Liter, aber trotzdem, es ist schon echt eine heftig krasse Nummer, was diese Tablette mit diesen Werten anstellt. Da hatten wir jetzt einen Umschlag. Wie gesagt, schreibt mal, wenn ihr mitgezählt habt, die Tropfenanzahl in die Kommentare. Das Ganze habe ich auch nochmal mit der Gesamthärte gemacht. Die lag ja vorher auch bei ja, ca. 3. Da haben wir jetzt eine Gesamthärte von, was wäre 1, was wäre 2, das sind 3. Also, die ist gleich geblieben. Und dann habe ich natürlich nochmal pH getestet und jetzt haltet euch fest, schaut euch das mal an. Ein bisschen ja 5 Tropfen von dieser Lösung in die Reagenz rein. Ja. Und der pH-Wert ist jenseits von Gut und Böse, der liegt bei 9,5 ungefähr, schon fast 10 eigentlich.
Also das ist echt schon geisteskrank, was da abgeht. Ja, Fazit zu den CO2-Tabletten. Abgesehen davon, dass sie sich nicht auflösen, ihr habt gesehen, was die Wasserwerte sagen. Würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Klar, ich habe das jetzt nur in einem Liter Wasser gemacht. Eigentlich sind die für 20 Liter, aber ja, ich würde es auf jeden Fall nicht riskieren. Die Wasserwerte werden so krass beeinflusst. Das kann auf jeden Fall für den Besatz gefährlich werden. Und ja, absolut nicht zu empfehlen. Falls ihr ein oder andere mal solche CO2-Tabletten ausprobiert habt, könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Aber ich könnte es auf jeden Fall nicht empfehlen. Jedenfalls nicht die hier. Vielleicht gibt es von irgendwelchen deutschen Herstellern noch welche, die funktionieren. Weiß ich nicht. Wie gesagt, falls jemand Erfahrung hat, gerne in die Kommentare damit. Aber die Dinge kann ich auf keinen Fall empfehlen. So, dann kommen wir zum nächsten Test. Und zwar diese Magic Buffering Powder. Angeblich sollen die ja das Wasser klar machen und ja, fischgerecht machen. Oder ja, was da halt also alles so drin steht. Ich habe es ausprobiert. Das Ergebnis seht ihr jetzt hier. Ja, da habe ich als Beispiel meinen 60F genommen. Das Becken läuft auch erst seit ca. 2 Wochen. Habe vorher ein bisschen die Algen von der Scheibe gemacht, sodass halt Schwebstoffe drin sind, wie man da jetzt sieht. Also die Schwebstoffe habe ich beabsichtigt da reingemacht, damit wir das Ganze testen können. Und habe mich dann bei den beiden Produkten, das sind ja eigentlich beides die gleichen Produkte, für das teurere entschieden. Ja, dann habe ich es nach Anleitung auf die Wasseroberfläche gestreut, also ins Becken eingestreut. Wie man da sieht, das ist so ein braunes Granulat gewesen. Ja, und kurz danach sieht man, wird das Wasser so leicht milchig und es gibt so kleine, ja, milchige Wölkchen. Da habe ich auch erstmal gedacht, oh Mist, hoffentlich geht das gut. Und habe euch natürlich auch nochmal einen kleinen Zeitraffer gemacht. Und schaut euch das mal an. So, der Zeitraffer läuft ungefähr eine Stunde. Und wie man sieht, das Mittel bindet die Schwebstoffe, befördert sie zum Boden und von da aus gelangen sie dann in den Filter. Also, Fazit von dem Magic Powdern ist, es funktioniert, es macht das Wasser klar. Funktioniert eigentlich genauso wie zum Beispiel JBL Clairol oder sonst irgendwas. Ist einfach nur ein Flockungsmittel, was halt die Schwebstoffe im Aquarium bindet, dann zum Boden befördert bzw. in den Filter befördert. Also das Ganze hier funktioniert. Ob es alle Kriterien erfüllt, die da draufstehen, kann ich nicht sagen, aber es macht auf jeden Fall das Wasser klar und hat einen Effekt. Also, funktioniert. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt, und zwar hier dieses Algenbekämpfungsmittel, angeblich auch ein Wundermittel. Ja, das sind solche Tabletten. Und ich habe die einfach mal in mein Paludarium geworfen, wo halt jetzt über die Tage, wo ich nicht da war, sich ein bisschen Algen gebildet haben. Ja, und das Ergebnis seht ihr jetzt hier. So, ja, in meinem Paludarium haben sich in meiner Abwesenheit auch so ein bisschen Braunalgen gebildet, sowohl an der Scheibe als auch an der Wurzel. Das Wasser ist so braun wegen der Wurzel, die färbt noch ein bisschen aus. Aber ich dachte mir, ja, perfekte Bedingungen, um das Wundermittel zu testen. Ich muss ehrlich sein, ich hatte schon ein bisschen Schiss, weil in der Beschreibung ja stand, dass das Ganze auch Felsen zersetzt. ja, deswegen, ja, hatte ich ein bisschen Bammel. Aber ja, das sind die Wundertabletten, die angeblich alles lösen. Ich habe die Tablette dann eingeschmissen und ja, ich glaube 3,5 Tage, fast 4 Tage später, hat sich was aufgelöst. Aber wie ihr hier seht, waren das nicht die Felsen, sondern nur die Tablette. Und ja, sonst hat sich nicht wirklich was getan. Also klar, 4 Tage sind jetzt keine lange Zeit, aber einen kleinen Effekt hätte ich mir vielleicht schon gewünscht in der Zeit. So, also Fazit nochmal zu diesen Tabletten. Fail funktioniert nicht. Ich werde jetzt nochmal ein paar Tage länger anwenden. Falls ich da noch was tun sollte, werde ich auf jeden Fall nochmal einen Nachbericht machen, also ein kurzes Video oder ein Statement. Aber ich glaube, wenn sich jetzt noch nichts getan hat, wird sich dann in den nächsten Tagen auch nichts tun. Ich habe allerdings einen Chemiker gefragt, was denn dieses Chlorindioxid ist. Und der hat mir bestätigt, dass es ein Desinfektionsmittel ist. Ja, deswegen würde ich es nicht empfehlen, wenn das jemand ausprobieren will, vielleicht mit Besatz oder sowas. Also auf keinen Fall. Ja, wie gesagt, funktioniert auch nicht und kann ich nicht empfehlen. Vor allem, weil ich nicht sicher sagen kann, was da mit eventuellem Besatz passieren würde, wenn man das da reinmacht. Deswegen lieber die Finger davon. Und ja, ich würde es nicht empfehlen. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was ich mir mal auf Wish bestellen soll und mal testen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann bestelle ich das und teste das Ganze mal für euch. Ja, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.